Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashpack. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu WhatsApp. Unter euch sind sicherlich einige, die so richtig Bock haben auf einen Job in der Webvideoszene. Und so einen Job zu bekommen, ist tatsächlich einfacher, als man denkt. Natürlich muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, aber wenn man diese erfüllt, dann stehen die Chancen gar nicht schlecht. Broadmark hat eine Liste mit Webvideofirmen veröffentlicht, die derzeit Stellen zu vergeben haben. Mit dabei sind natürlich die üblichen Verdächtigen wie Mediakraft, Divimove, Animal Beyond und Studio 71. Wer also Interesse hat, sollte dort auf jeden Fall mal vorbeischauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Die Albumpromo für das Debütalbum von Ape Crime läuft auf Hochtouren. Am Freitag ist ein neuer Song aus ihrem Album erschienen auf ihrem YouTube-Kanal und dieser nennt sich Einer von uns. Wir sind Popcorn, Popcorn, Pop in einer Tüte. Und egal wo wir sind, wir verstehen uns blind. Wir sind Popcorn, Popcorn zwischen den Stühlen. Und alles, was bleibt, ist eine kleine Zeit. Ich bin einer von uns. Und ich will nichts daran ändern, denn ich seh keinen Grund. Ich bin einer von uns. Stell dich nicht in den Weg, denn wir reißen nicht um. Ohne Scheiß, ich finde den Song ja wirklich ziemlich geil. Vor allem die Hook, die hat richtiges Ohrwurmpotenzial und macht einfach Laune. Wer das Musikvideo zum Song noch nicht gesehen hat, der findet dieses unten in der Videobeschreibung und an alle Fans von Ape Crime. Nicht vergessen, das Album vorzubestellen. Einige von euch haben es ja sicher schon mitbekommen, Waititi wollen sich ein ganzes Stück verändern. In letzter Zeit sind die Vorwürfe ja immer krasser geworden, dass ihre Videos immer schlechter werden und dass sie sich immer mehr zu einem Business-Kanal entwickeln. Und genau dagegen wollen sie jetzt rudern und alles ein ganzes Stückchen anders machen. Und da man so eine Veränderung natürlich nicht von hier auf gleich durchziehen kann, haben sie gesagt, okay Freunde, wir machen erstmal ein bisschen YouTube-Pause. Vorerst werden wir wirklich nur Videos machen, wenn wir wirklich Bock drauf haben. Wir werden uns jetzt zum Beispiel auf unsere neue Single konzentrieren, auf ein, zwei Projekte, die wir schon immer mal umsetzen wollten. Da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Also wir hätten eh nie damit gerechnet, dass wir so weit kommen, wo wir heute stehen. Yo, Tifi, ich glaube, in 8 Jahren sind wir mal große YouTube-Stars. Echt? Ja, und dann werden wir ein Echo gewinnen und 3 Millionen Subscriber haben. Ach, du spinnst doch. Nein, nein, genauso wird's passieren. Und alle werden sagen, früher wart ihr besser. Das bedeutet, dass die nächsten 4 bis 6 Wochen keine Videos mehr auf Waititi kommen werden. Außer die Jungs haben einfach eine mega krasse Eingebung für ein Video, was sie unbedingt direkt umsetzen wollen. Die Jungs stecken sich neue Ziele, zum Beispiel möchten sie einen Kinofilm realisieren. Außerdem arbeiten sie an weiteren neuen Songs. Nun allerdings gönnen sich die Jungs erstmal eine YouTube-Auszeit auf ihrem Zweitkanal. Die Jungs geht es allerdings ganz normal weiter. Zu wünschen ist auf jeden Fall, dass die alte Kreativität und Leidenschaft zurückkehrt und es demnächst wieder richtig geile Inhalte gibt. Jungs, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal eine entspannte Zeit und ich hoffe, dass ihr mal wirklich abschalten könnt, denn das ist als YouTuber ja gar nicht so einfach. Nun gibt es endlich offizielle Meldungen zum geplanten Musikdienst von YouTube. Und auch, dass viele Indie-Musiker mega angepisst sind, ist nun wirklich kein Geheimnis mehr. Denn die großen Labels haben die Verträge unterschrieben, für die kleinen war allerdings irgendwie keine Zeit mehr. Die Indie-Musiker möchten die für sie schlechten Verträge mit YouTube ja nicht unterschreiben, aber das könnte zu weiteren Problemen führen. Denn ein Gerücht besagt, jeder Musiker, der diese neue Vereinbarung nicht unterschreibt, wird sozusagen von YouTube gebannt. Das bedeutet, dass alle Musikvideos vom Künstler weltweit gesperrt werden. Und damit bricht eine riesige Reichweite weg. Aber wie diese Sperre am Ende wirklich aussehen würde, das ist momentan total unübersichtlich. Man weiß also nicht mal, ob das Problem auch stattfindet, wenn YouTuber XY einen eigenen Song macht und diesen bei YouTube präsentiert, obwohl er bei keinem Label ist. Oder ob diese Regelung wirklich nur für Musiker gilt, die bei einem Label unter Vertrag sind. Ein anderes Gerücht besagt, dass die Videos zwar nicht gesperrt werden, aber man sie nicht mehr monetarisieren kann. Bedeutet, damit kein Geld mehr verdient. Der Musikdienst soll übrigens 9,99 € kosten und wird weltweit bald starten, bis auf Deutschland, wegen der GEMA. Yay. In der nächsten Zeit werden sicherlich weitere Infos folgen, die für Klarheit sorgen. Doch bis dahin wird sich wahrscheinlich erstmal jeder Independent-Musiker Sorgen machen, was mit seinen Inhalten passiert. Und das komplett verständlich, denn YouTube ist einfach unglaublich wichtig für Independent-Musiker. Kommen wir mal wieder zu den Abo-Erfolgen in der deutschen Top 100. X-Karenina hat die 300.000 Abonnenten erreicht. Danny Burnage hat die 500.000 Abos erreicht. Der Bosshaft-Channel von Kollega die 600.000 Abos. German Let's Fail, ich meine Play, hat die 700.000 Abos erreicht. Und der gute Ungespielt hat die 900.000 Abos erreicht. Glückwunsch an euch alle und dafür gibt es ganz klar den Win der Woche für alle von euch.
Yay! YouTube hat sich mal wieder etwas Grandioses für Anfänger ausgedacht. Und zwar für alle die, die noch nicht so einen krassen Plan von Kamerabedienung und Licht und sowas haben. Am kommenden Samstag, den 28.06. wird es zu dem Thema ein Live-Hangout geben von 14 bis 15 Uhr. Der Filmprofi Matthias Pilz wird euch zeigen, wie man Kameras bedient, wie man Licht setzt und alles weitere, was Neustarter auf YouTube so wissen müssen. Moderiert wird das Ganze von meinen beiden Lieblingshelden, Lars und Dan von Scenetake TV. Ganze 10 von euch können beim Hangout live mit dabei sein. Und alle anderen können über Twitter und die YouTube-Kommentare Fragen stellen, die denn live in der Sendung beantwortet werden. Für alle, die also Bock haben, noch was zu lernen, ist das genau das Richtige. Link dazu und alle weiteren Infos natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut rein, es lohnt sich. Ich fliege morgen nach L.A., um dort die VidCon zu besuchen. Die VidCon ist das größte YouTuber-Treffen der Welt. Das bedeutet natürlich, dass ich einen Haufen filmen werde und ihr könnt es mitverfolgen, und zwar via Instagram und meinem Vlog-Kanal Einfach Phil. Des Weiteren wird es nächsten Montag eine WhatsApp-Ausgabe aus L.A. geben. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Ich bin schon mega aufgeregt und freue mich drauf. Ich verspreche euch, es wird super geiler Stuff kommen. Deswegen alle wichtigen Links dazu auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Kanal der Woche. Was ist denn los? Ich habe Dislikes bekommen. Guck, 11 schon. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Die hassen mich und die finden mich auch nicht witzig. Hey, aber es kann doch nicht jeder deine Videos gut finden. Aber vielleicht könnte ich ja nackt durch Feuerringe springen. Das war's denn, Freunde. Alter, ich bin so aufgeregt wegen L.A. Morgen um 5 Uhr oder so geht's für mich los. Um 7 geht der erste Flieger, dann muss ich in London nochmal umsteigen. Whatever. Okay, weiter geht's jetzt mit meinem Vlog-Kanal hier vorne. Klickt da drauf, um keine L.A.-Videos zu verpassen. Hier geht es weiter mit der letzten WhatsApp-Ausgabe, die ja am Samstag gekommen ist. Was war da los? Special, special, special. Und wir sehen uns denn das nächste Mal wieder bei Trash the Web. Am Mittwoch und am Freitag und sonst halt zu der L.A.-Ausgabe am Montag. Leute, das wird so geil, ich freue mich drauf. Ich würde sagen, ich habe euch lieb und wir sehen uns bis dahin. Habt eine grandiose Zeit auf YouTube, schaut euch nicht so viel Blödsinn an. Bis dahin, peace and out. Puh.